Im Jahre 2018 erlebt die Hansestadt Rostock die 800. Wiederkehr der Verleihung des Stadtrechtes durch den Fürsten von Mecklenburg. Die Wurzeln reichen noch tiefer in die Geschichte. Die Hansestadt braucht einen Ort, der diese Geschichte selbstbewusst und angemessen präsentiert. Einen Leuchtturm im Herzen der Stadt, der zum Anziehungspunkt für die Menschen Rostocks und ihrer Gäste wird. Das Rostock-Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Ja, ich denke, diese Stadt bedarf eines neuen Gebäudes oder zumindest die Inwertbringung der älteren Gebäude. Ich meine, das Kloster kenne ich, die Anlage ist wunderbar im Zentrum der Stadt. Aber moderne Kunst, wenn man es dann im internationalen Standard präsentieren will, dann bedarf das natürlich einer Hülle, die heute auch dem internationalen Vergleich auch aushält. Und ich denke, da sollte Rostock, ich sage mal, selbstbewusst auftreten, sollte zeigen, was es kann und was es hat. Ich denke, das zählt immer und das wollen auch die Menschen heutzutage sehen. Das ist im Übrigen auch das, was man von einer selbstbewussten Kulturpolitik einer Stadt heute erwarten kann. Das Kulturhistorische Museum Rostock verfügt über wertvolle Kunst- und kulturgeschichtliche Sammlungen von internationaler Bedeutung. Diese Schätze finden in dem neuen Rostock-Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in der August-Bebel-Straße zeitgemäße Präsentationsmöglichkeiten, die internationalen Standards entsprechen. Nach mehr als 30 Jahren besitzt Rostock wieder eine Dauerausstellung zur Stadt- und Kulturgeschichte. In Sonderausstellungen wird dieses Programm mit historischen und zeitgenössischen Themen ständig aktualisiert. Rostock ist eine Kulturstadt, auch gewesen in der Vergangenheit, eine bedeutende Stadt im Ostseeraum. Da wollen wir wieder anknüpfen. Und es ist einfach auch eine politische Verpflichtung, so sehe ich das auch, die Kulturschätze, die da sind, dann eben entsprechend zu präsentieren, auch als Dauerausstellung zu präsentieren und damit natürlich einer Vielzahl von Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen und dieses dann auch zu sehen. Die Hansestadt Rostock hat den Anspruch, Ostseeregiopole zu sein. Rostock ist als Hanse- und Hafenstadt, als Universitätsstadt und Standort der deutschen Marine mit Potenzialen ausgestattet, um die uns viele unserer Nachbarn beneiden. Aber diese Potenziale müssen wir zum Ausdruck bringen. Sie müssen für jeden Touristen, für jeden, der Rostock auf der Landkarte oder persönlich besucht, auch nachvollziehbar sein. Dem, glaube ich, sind alle hier verpflichtet. Daran wollen wir arbeiten. Rostock-Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in der August-Bebel-Straße ist für die Regiopole Rostock ein Ort mit überregionaler Ausstrahlung. Durch die inhaltliche Ausrichtung auf die Tradition der Hansestadt im nordeuropäischen Kontext wird das Museum zum Träger städtischer und regionaler Identität. In Bezug zu den anderen musealen Einrichtungen der Stadt entsteht für die Touristen ein Netz attraktiver Angebote. Durch die Kooperation mit den Schulen und der Universität wird ein Zentrum für Kunst- und kulturgeschichtliche Bildung und wissenschaftliche Forschung geschaffen. Gleichzeitig ist das Rostock-Museum für Kunst- und Kulturgeschichte ein Standortfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Ein Ort der Begegnung und des Austausches für Vereine, Unternehmen und Institutionen, für Menschen von nah und fern. Musik
Wir halten an der Stelle ein neues Museum für genau den richtigen Standort. Als Leuchtturmfunktion, gerade an der Einfahrt zur Stadt, meine ich, wird es auch eine sehr, sehr hohe überregionale Attraktivität bekommen. Ein zusätzlicher Magnet für die Hansestadt Rostock, der natürlich auf Touristen abzielt. Aber wir hoffen natürlich, dass dann unter diesen Touristen auch Entscheidungsträger sind, die neugierig werden auf den Wirtschaftsstandort Rostock, Kontakt zu uns aufnehmen und wir dann darüber zusätzliche Projekte für die Hansestadt Rostock generieren können, aus denen sich dann Arbeitsplätze und Investitionen ableiten. Für den Bau des Rostock-Museums für Kunst- und Kulturgeschichte liegen aus einem internationalen Ideenwettbewerb wegweisende Architekturentwürfe vor. Im Zusammenspiel mit der jahrhundertealten Stadtkulisse entsteht ein neuer städtebaulicher Akzent. Die historische Substanz des Hauses wird mit einem innovativen Erweiterungsbau kombiniert. Er lässt viel Licht in die Räume und öffnet das Gebäude zur Umgebung. Restaurant, Shop und Konferenzräume machen das Museum auch zur Event-Location und eröffnen neue Möglichkeiten einer nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzung. Durch das erfolgreiche Einwerben von Städtebaufördermitteln ist der Umbau bis 2018 abgeschlossen. Zu den Jubiläen 800 Jahre Rostock und 600 Jahre Universität Rostock sind internationale Ausstellungsprojekte geplant, die aus Mitteln des Landes, des Bundes und weiterer Förderinstitutionen finanziert werden. Ein integriertes Nutzungskonzept im Zusammenwirken mit den anderen musealen Einrichtungen der Stadt sichert die Zukunftsfähigkeit der Rostocker Museumslandschaft. Attraktionen in den Städten sind ganz wichtig. Was wir im Deutschlandtourismus beobachten, ist, dass insbesondere der Städte- und Kulturtourismus boomt. Und da brauchen wir profilierte Einrichtungen, nicht nur das Ozeaneum in Stralsund oder das Schloss in Schwerin, sondern auch ein gutes Museum in Rostock. Das Rostock-Museum für Kunst- und Kulturgeschichte ist eine Investition in die Zukunft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Tourismusmagnet, Bildungsangebot und kultureller Standortfaktor. Die August-Bebel-Straße 1 trägt zur Belebung der Innenstadt bei. Ein wichtiges historisches Gebäude der Stadt wird zum Leuchtturm städtischer Identität. Ein Leuchtturm im Herzen der Stadt.